Ich weiß wirklich nicht, warum ich nicht von meinen 80 Kilo runterkomme. Also an den Kindern kann es nicht liegen, weil die 80 Kilo, die hatte ich schon vor der Schwangerschaft. Ich habe mir schon mal überlegt, vielleicht liegt es einfach an den Männern. Also nämlich vor 7 Jahren, als ich meine 62 Kilo hatte, da waren wir dann immer gemütlich, also da war ich in der Beziehung, zusammen beim Joggen im Nymphenburger Park, 3-mal die Woche, ich bin ins Yoga gegangen. Oder ich bin mit meiner besten Freundin Bettina zum Tanzen gegangen. Apropos, und deshalb ist es mit dem Abnehmen noch wichtiger. Die Bettina möchte unbedingt, dass wir zu ihrem 40. im August da so ein Tänzchen aufführen, die ganzen Lieder durch die Epoche, also seit den 40 Jahren, seit 1975. Und die Bettina ist bei 1,60 nach 3 Kindern spindeldürr. Sie hat Kleidergröße 36 oder 34. Und wenn wir so weitermachen, dann sehen wir aus wie dick und doof. Ah, an dieser Stelle, liebe Detlef, ich brauche jetzt nicht nur jemanden, der mir beim Abnehmen hilft, sondern vielleicht auch beim Tanzen. Vielleicht hast du eine Idee?